Joho zusammen, ich habe mich das erste Mal alleine in einen Cosplay gewagt und so ist die Maske und das gesamte Cosplay eigentlich von Jin aus Hotarubi no Moriye entstanden. Es ist nicht perfekt, es hat einige Kratzer, Unebenheiten, aber so schaut's jetzt aus. Ich habe einige Schritte nicht alle gefilmt, das werdet ihr jetzt gleich auch sehen, sonst hätte ich mich nicht konzentrieren können. Das Grundding der Maske ist entstanden aus Pappmaché, Moosgummi und schwarzem Wobbler. Und ja, will ich gar nicht viel weiter dazu sagen. Schauen wir es uns mal an, wie es geworden ist. Viel Spaß!